meine Lieben. Heute kommt das erste Update zu unserer Wohnung. Ich stehe hier gerade ganz oben. Und ja, wir fangen an, Leute. Wir fangen an. Da unten ist unsere Wohnung. Da ist der Felix. Schatz, wink mal. So, jetzt muss ich jetzt mal wieder runterkommen. So, wir werden nämlich ganz fleißig die Decke, sagen wir mal, unsere Decke, unser Schlafzimmerboden wird hier fleißig getragen. Die wiegen aber auch ganz schön. Ja? Ja. Das sind die dicken, ne? Oh, die sind echt dick. Das sind extra dicke USB-Platten für den Fußboden, so 22er. Also echt, oh, die sind echt ganz schön dick. Hier unten sind noch ein paar dünne, das sind 15er. Die sind für die Wände und für den Boden haben wir so richtig dicke 22er. Ja, das wird unser Schlafzimmerfußboden. Hi! Hi, hi. Ich hab dir was zu trinken hingestellt, ne? Du kippst es nur gleich um irgendwie. Wenn es geht. Nur, dass es nicht um. Ja, gut. Da unten steht mein Vater und der gibt die immer so hoch von unten. Kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Und hier ist unsere Wohnung, Leute. Wir haben hier schon ziemlich viel leer geräumt, wie ihr seht. Und hier haben wir uns so einen kleinen Fußboden gebaut, weil die Balken sind nicht fest. Die liegen nur drauf und wie ihr seht hier, da ist immer ein Balken und hier ist Zwischenraum und da unten geht es immer so 6 Meter tief. Ja, deswegen haben wir hier so die Paletten hingelegt. Jetzt kann ich euch das andere mal zeigen kurz. Das ist hier im Hund. So, hier hatten wir ja diesen ganzen Müll von den Vorbesitzern, von den Vormietern. Und da haben wir jetzt alles weggeräumt. Hier stand ja noch ein Sofa und so. Das haben wir jetzt auch weggeräumt. Das hier gehört noch uns. Das kommt gleich noch woanders hin. Und das andere müssen wir jetzt heute noch wegräumen. Aber das haben wir heute schon vor. Dann müssen wir hier noch einmal fegen, weil hier ist was ausgekippt. Das hier kommt noch weg. Und diese ganzen Schutthaufen hier, da haben wir hier 3 Stück. Die kommen auch noch alle weg. Ja, da hinten ist noch ein Glas kaputt gegangen irgendwie. Das muss auch noch weg und dann müssen noch die ganzen Europaletten hier weg. Oh Gott, das wird auch eine Riesenarbeit. Ich weiß noch, als wir die hier alle hochgeschleppt haben. Jetzt dürfen wir sie alle wieder wegräumen. Ja, Schatz, was sagst du dazu? Zu was? Dass wir die Europaletten wieder wegräumen müssen. Ja, die sind schon voll erschöpft, die Männer, aber das kann ich auch verstehen. Das war nämlich eigentlich gar nicht der Plan. Der Plan war es eigentlich, schon die Balken einzuziehen und unsere Decke zu machen sozusagen. Das war heute unser Plan. Vielleicht ist nämlich Urlaub. Und das wollen wir natürlich nutzen, beziehungsweise will das mein Vater nutzen. Und dann arbeiten. Und dann wollen wir hier die Balken reinziehen. Ich glaube, auf die Höhe will mein Vater das haben. Also bei dieser Höhe und dann einmal so bis da. Ja, dafür müssen wir jetzt erstmal hier von da einmal so hier rüber einen Balken. Und dann die ersten Balken immer so. Immer oh, alle rüber. Da will ich gleich mal was trinken. Ja. Komm nicht mal zum Trinken hier, der Mann. Mein Vater ist einfach, wenn er angefangen hat, dann geht's weiter. Ja, hier unter ist ein Loch. Da. Das müssen wir auch noch irgendwie zumachen. Das kommt noch damals von da oben. Da haben die irgendwie so eine Luft. Röhre gebaut für den Kuhstall hier damals unten. Ja. So, aber jetzt wird hier erstmal USB getragen. Vielleicht soll ich Papa auch mal was zu trinken bringen. Was? Den ist er abgelenkt. Der ist auch K.O. Ja, das glaube ich. Ja, ich hole ihm mal was. So, dann. Machst du ihn jetzt ab? Ja. Rutscht er denn nicht gleich runter? Nein. Ich hoffe. Unten nicht ganz, aber da kriegst du ihn reingeprügelt.
muss nur kurz rüberfahren. Geh nach Felix. So, mein Lieben, mein Bruder ist auch mit am Start. Hi, sag mal hallo. Hi. Er lässt hier gerade den Seil zugrunde, damit holen wir die großen Balken nach oben. Ich will mal die Kamera festmachen. Ja, genau. Aber es ist so dunkel jetzt. Ihr seht nämlich gar nichts mehr, glaube ich. Also da hinten sind die Balken. Da sind die Balken. Und die werden jetzt hier hingetragen, das habt ihr gesehen. Und dann werden wir die hier hochziehen. Hier sind jetzt zwei und einer kommt heute noch. Und danach ist erstmal Feierabend, weil Power wollte jetzt noch diese, also hier 5 Balken, das heißt bis hier ist dann schon die Decke drin und dann alles befestigen und dann... Oh, Maggie. Ist fertig. Was? Die Rolle kriegen wir nicht. Nee, ist schlimm. Die Dachlatten haben wir auch schon noch irgendwas, aber eher aus Spaß, weil die im Weg lagen. Maggie, die sind unterwegs. Und so sieht das Ganze aus. Und jetzt müssen wir weiterarbeiten hier. Der riesen 9 Meter die kommen. Balken. Kommen sie? Oh ja, da kommen sie.